Einen wunderschönen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Fallout 4. Und ich habe das Gefühl, wir werden in dieser Folge sehr weit noch kommen. Denn wir stehen kurz vor dem Institutsreaktor, den wir ein kleines Bümmchen verpassen sollen. Und ich bin gespannt. Was? Was wir hier erreichen. Okay, die ist hin. Der ist auch hin. Legen wir los. Der ist auch hin. Und der ist auch hin. Der ist hin, komm. Was ist hier passiert? So. Tschüss. Oi. Ich bin gespannt. Entdeckung. Uiuiuiui. Okay, der ist hin. Sie müssen sterben. Was bist du denn für einer? Wo bist du so stark? Oh, 71. Und dann noch ein Elite. Ich weiß. Moment. Waffen. Schroti. Oh. Mach dich vom Acker. So, ich muss kurz. Und nein. Du bist hinüber. Eine Rohrzange. Ach bitte. Guck mal, falsch. Der hat hier das Passwort. Eine Rohrzange. Wir brauchen jetzt, also wir haben jetzt erstmal den schlimmsten wahrscheinlich schon mal weggemacht. Dezemberkind wieder aktiv. So. Aua. Komm, mach das Ding da oben kaputt. Und jetzt, jawoll. Brauchst du die doch mal schießen? Da oben sind noch welche. Nochmal Level 71. Was haben wir da? Normalen. Okay, wir nehmen den Arm. In der Hoffnung. Komm, mein Freund. So, es bleibt noch einer übrig. Gebackene Blähfliege und gebratener Nebelkriecher. Das passt. Ich hoffe. Ich wurde getroffen. Versteck dich nicht. Oh. Eieieiei. Jetzt muss ich doch. Scheiße! Wir haben Komm, der ist doch schon. Ach. Warum ist der so hatte? Linus, komm. Arbeitet zusammen, Leute. Oh. 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 Auf geht's zum Reaktor. Ja, erstmal nehme ich aber die Sachen hier mit, denn wir haben so viel Sachen jetzt verloren. Wir sind wirklich da.
Ja. Wir haben so viele Sachen verloren. Und Leute vor allem. Hier hinten waren noch ein paar... So ein paar Fusionszellen. Na, viel hätten sie ja nicht mehr schießen können, wenn da nur noch 5 oder 6 Fusionszellen drin waren, ne? So, dann haben wir da oben noch den Typen. Naja, hier waren wir. Den haben wir erst noch in Betrieb genommen. In Betrieb genommen, dass wir ihn jetzt kaputt machen können. So, und hier oben ist wieder noch ein... Eine Harpunenkanone. 10 Sekunden lang vergiftet. Ein Raketenwerfer. Guck doch mal, was der alles bei hat. Oh. Jetzt müssen wir... Wir brauchen Redaway und Redex. Und was zu essen. Was zu essen. Wir hatten doch irgendwo noch hier pochierte Angler. 2 Stück und dann passt das. Auf geht's zum Reaktor. Verschwinden wir verdammt nochmal von hier. Ja, doch. Tom, kannst du mich hören? Wir sind hier unten fertig. Hol uns wieder hoch. Ui. Ach, er kann uns teleportieren. Das ist schön. Wow. Wir sind fertig, Tom. Verschwinden wir, solange wir noch können. Würde ich ja gerne, Boss, aber... Dieser Junge ist aufgetaucht. Er sagt, er wäre der Sohn vom Professor. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte, Papa, lass mich nicht hier zurück. Ich will mit dir gehen. Oh, bitte nicht. Warum hast du mich Papa genannt? Was? Du bist mein Vater. Warum sollte ich dich sonst so nennen? Sagt wer? Wer hat dir erzählt, dass ich dein Vater wäre? Wie meinst du das? Das hat mir niemand erzählt. Das bist du ganz einfach. Die Frage ist jetzt folgendes. Mit den Erfahrungen, die wir aus Fahaba haben, wenn er sich... seiner Sache gewiss ist, dass er kein Sünd ist. Wächst er überhaupt oder bleibt er immer so klein? Ich speichere nochmal kurz. Nicht dein Vater. Ich bin nicht dein Vater. Wer auch immer dir das erzählt hat, hat gelogen. Doch, das bist du. Das hat mir niemand erzählt. Ich weiß es einfach. Warum sagst du so etwas? Liebst du mich etwa nicht mehr? Unfaire Frage. Ich habe meinen Sohn geliebt. Meinen wirklichen Sohn. Das bist du nicht. Es ist nicht fair, mich das zu fragen. Was soll das heißen, ich bin nicht dein Sohn? Das sagst du nur, damit du mich hier ohne Reue zurücklassen kannst. Ich hasse dich! Wartet mal. Ach, das ist schwierig. Ich bin dein Vater. Da hast du natürlich recht. Ich bin dein Vater. Gut. Ein Augenblick dachte ich, du hättest vergessen, wer ich bin. Und jetzt Beeilung, raus hier. Komm mit mir. Gut. Ich nehme dich mit. Wirklich? Meinst du das ernst? Glaubst du mir nicht? Los geht's, wenn ich es mir überlege. Ich meine es ernst. Ja, das meine ich ernst. Komm, wir verschwinden von hier. Ich bin froh, dass du da warst, um mich zu retten. Wir wissen ja, dass er ein Sünd ist. Wir wissen es einfach. Wir haben Speicherstand von der Geschichte. Ich kümmere mich um den Technikscheiß hier. Mach du dich auf den Weg zum Reaktor. Ja. Okay, Tom. Dann mal los. Alles klar. Es ist alles soweit, oder? Bist du bereit, von hier zu verschwinden? Bitte begeben Sie sich. Relays funktioniert. Bist du sicher, dass du weißt, was du da tust? Das Ding wird mich nicht einfach in den Weltraum versetzen oder vaporisieren oder so, oder? Das Baby ist echte Institutstechnik. Echt krasse Scheiße, es wird funktionieren. Also, bist du bereit?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Verschwinden wir verdammt nochmal von hier. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Es wird dich und Des zur Zündungsstelle teleportieren. Danach mich und den Jungen ins Hauptquartier. Keine Sorge, wir kümmern uns um ihn. Besorgen ihm auch vernünftige Klamotten. Verschwinden wir, bevor hier das große Feuerwerk losgeht. Okay. Ich bin bereit. Verschwinden wir von hier. Hallo. Ich bin bereit. Verschwinden wir von hier. Na denn. Wir werden jetzt zur Zündungsstelle teleportiert. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Level 63. Boah, echt. Und wir sind irgendwo bei 270 Folgen. Benutze den Zünder. Jetzt wird's schwierig. In welche Richtung liegt das Institut? Hä? Guck ich gerade verkehrt? Da. Oh, wir können gar nicht mehr ins Institut reisen. Das heißt, wir müssen ein Stück nach rechts. Also da. Da. Und wir haben dort einen riesengroßen Reaktor gerade mit einer Bombe versehen. Wir haben einen Zündjungen bei uns. Wahrscheinlich den Zündjungen, den wir gesehen haben, der abgeschalten wurde vor unseren Augen. Vermutlich. Aber er muss eine andere Programmierung haben. Oder hat vielleicht. Was wäre denn? Moment mal. Was wäre denn, wenn der Sean, der richtige Sean, also Vater, der Vater des Instituts, wenn der seine Gedanken, seine Erinnerungen oder Teile davon als Kind, naja, mehr oder weniger, in Sean transferiert hätte oder hat, um weiterzuleben. Es ist jedenfalls jetzt ein sehr schwieriger Moment. Denn letztendlich beendet er viele Sachen. Wir haben die Bruderschaft schon, na nicht ausgelöscht, aber sie kann keinen Fuß mehr hier setzen. Und das nächstgrößte Problem ist das Institut. Wir drücken den Knopf. What the fuck? Oh. Krasse Scheiße. Boah. Ich kann spüren, wie es mich überkommt. Die Hitze, die Wucht, die Strahlung, die Angst. Das ist das Ende der Welt. Wieder einmal. Ich schließe meine Augen und ich sehe mein Leben vor all dem hier. Vor den Bomben. Alles kann sich in nur einem einzigen Moment verändern. Und die Zukunft, die man für sich geplant hat, ist verschwunden. Ob man bereit ist oder nicht. Und irgendwann passiert das jedem von uns. Das war nicht die Welt, in der ich leben wollte. Aber es war die, in der ich leben musste. Das Commonwealth. Meine Heimat. In Stücke gerissen und wieder zusammengesetzt. Ich dachte, ich hatte gehofft, meine Familie zu finden. Der Zeit eins auszuwischen. Uns wieder zusammenzubringen. So wie früher.
Aber jetzt weiß ich es. Ich weiß, dass ich nicht zurück kann. Ich weiß, die Welt hat sich verändert. Und der Weg, der vor mir liegt, wird kein leichter sein. Aber dieses Mal bin ich bereit. Denn ich kenne den Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Das war das Ende von Fallout. Oder sprich mit Desdemona. Aktivieren können wir nicht mehr. Und die Schwaden verziehen sich. Und da, wo vorher das Institut stand, ist jetzt ein riesengroßes Loch. Krass. Desdemona. Und so stürzen selbst die Mächtigsten. Dutzende von Jahren, zahllose Opfer. Es hat sich alles ausgezahlt, dank dir. Deacon meinte, das wäre von Anfang an sein Plan gewesen. Er ist ein Lügner. Deacon hat es geplant. Wer weiß, vielleicht war das wirklich sein Plan. Es gibt Dinge, die kann selbst Deacon nicht. Vielleicht. In früheren Tagen, als wir alten Hasen davon geträumt haben, wie das Leben ohne das Institut wohl wäre, wurde uns schon bewusst, dass unsere Arbeit nicht sofort zu Ende sein würde. Mhm. Der Hass hat im Commonwealth tiefe Wurzeln geschlagen. Tiefer, als das Institut sich in den Boden gegraben hat. Für die Menschen hier sind die Synths ein Symbol der Unterdrückung durch das Institut. Ich würde verstehen, wenn du erstmal eine wohlverdiente Pause machen willst. Aber bist du bereit für die nächste Mission, Professor? Wie die, nächste Mission? Ich bin seit meiner Geburt bereit. Was anderes hatte ich auch nicht erwartet. Unsere Unterschlüpfe werden vor Synths überquellen. Alle auf der Suche nach einem besseren Leben außerhalb des Commonwealths. Nicht jedes Mitglied des Instituts ist tot. Es wäre naiv zu glauben, dass sie nicht zurückschlagen werden. Komm zurück ins Hauptquartier und führe die letzten unserer Leute in die Freiheit. Ihr alle. Wir haben all die Jahre genug deiner Leute gerettet. Wow. Du musst nichts sagen. Die werden auch weiterhin beschützt. Sind wir in Sicherheit? Nur weil ihr raus aus dem Institut seid, heißt das nicht, dass ihr auch in Sicherheit seid. Oder dass die Arbeit der Railroad beendet wäre. Vor uns liegt noch jede Menge Arbeit. Aber gemeinsam schaffen wir es. Ja, ich habe eine Mila gekriegt. Wieso habe ich eine Mila gekriegt? Fehlgeschlagen. Wetterfahne Corvega. Sind die Missionen jetzt alle fehlgeschlagen? Begonnen. Wetterfahne Corvega. Fertigungsanlage. Hä? Hilft bei der Verteidigung. Tja, wir haben keine Quest mehr. Ist es wirklich vorbei? Haben wir gewonnen? So sieht's aus. Boah, ich möchte jetzt unbedingt da noch hingucken. Moment. Ach ja, jetzt ist ja hier ein riesiges Loch. Wartet mal, wir gehen mal zu diesem College-Rechtsbüro. Oh mein Gott. Die Frage ist, wenn wir jetzt tauchen könnten, was würden wir dann da unten finden? Auf der einen Seite ist es irgendwie gerade ein sehr komisches Gefühl, muss ich mal ehrlich sagen. Denn fast, nicht nur fast, ein Dreivierteljahr lang kam täglich. Autsch. Autsch. Oh, jetzt geht's ab. Treffen, komm. Treffen. So, ich glaube, ich brauche einen. Ach du heilige Harry. Nein, Inventar. Wir brauchen ein Redex.
Redaway. Und zwar davon zwei. Dann brauchen wir was zu futtern. Das müssen wir noch machen. Okay, damit geht es erstmal runter. Guckt euch das an. Alles weg. Und zusätzlich verstrahlt. Ja, ja. Wow. Wir werden mal hier aus dem Einflussbereich rausgehen. Ansonsten erleiden wir hier irgendwann noch den Strahlungstod. Ja, was soll ich sagen? Ein weinendes und ein lachendes Auge. Auf der einen Seite, wie gesagt, ist es wirklich cool, dass das Spiel zumindest von der Hauptquest her beendet ist. Auf der anderen Seite ist es schade, dass das Spiel in der Hauptquest beendet ist. Aber... Aber wir haben ja noch ein paar Optionen. Was? Ja, das sehe ich. Das sehe ich. So. Und zwar haben wir gute Speicherpunkte. Ich weiß nicht, wie schnell ich das hintereinander schaffe, aber ich bin der Meinung, wir werden das so weit wie möglich auskosten. Wir haben einen Speicherstand, mit dem wir rein theoretisch bei der Bruderschaft weitermachen könnten, wobei ich ehrlich gesagt die Bruderschaft definitiv nicht machen möchte. Wir haben einen Speicherpunkt, wo wir definitiv uns gegen die Railroad entscheiden können und für das Institut weitermachen können. Und diesen werde ich auf alle Fälle machen. Diese Entscheidung und diesen Weg. Denn ich möchte gerne schauen, was passiert. Die andere Geschichte ist, was wäre denn, wenn wir die Minutemen weiterverfolgen? Was hätten wir denn da für Möglichkeiten? Hab ich mich gerade erschrocken. Nun gut, es ist kein Abschied in dem Sinne jetzt an der Stelle, sondern... sondern das Spiel geht ja weiter. Offiziell geht es ja auch weiter und wir werden bloß gucken, wie viel Content ich jetzt hier noch zusammenbekomme. Ich werde vorrangig mich aber auf die Sachen konzentrieren. Es wird, glaube ich, noch ein DLC kommen, wenn ich mir... Mach das nie wieder! So, das brauchen wir. Es wird ja noch ein DLC kommen, soweit ich das im Hinterkopf habe. Ein inhaltliches DLC, also ähnlich wie Verhaber. Und darauf bin ich gespannt. Das wird definitiv hier noch erscheinen. Natürlich gegebenenfalls mit einer Pause und Verzögerung. Parallel läuft ja wieder bei mir der Witcher im DLC. Ich glaube, wenn ihr diese Folge seht, ist auch Hearts of Stone beendet oder war schon beendet, eins von beiden, und bin da schon durch zum Ende hin. Aber es geht auch da weiter dann mit Blood and Wine, mit dem zweiten DLC. Und ja, es würde mich freuen, wenn ihr mich, wie gesagt, wie in jeder Folge zum Schluss erklärt, dann begleiten würdet bei weiteren Projekten, wenn euch etwas am Herzen liegt oder auf dem Herzen liegt, ihr gerne etwas sehen möchtet, was ich spielen sollte, dann schreibt das in die dementsprechenden Kommentarmöglichkeiten auf der YouTube-Seite selber. Ich hau mal hier ab. Auf der YouTube-Seite selber oder in den Kommentaren von den Videos. Und ich werde schauen, A, ob ich es habe, B, wie ich es, wenn, dann einigermaßen kostengünstig für mich besorgt bekomme und C, natürlich, dass ich es gespielt bekomme. Und oh, das ist ein Zünd. Entschuldigung. Und ja, das, so viel dazu. So als kleines Zwischenfazit
Fallout ist wirklich ein tolles Spiel. Viele Freiheiten. Was? Oh. Shit. Viele Freiheiten hat man hier in dem Spiel. Und das macht wirklich eine Menge Spaß, sich hier durchzutummeln. Aber es hat eben halt auch seine Grenzen. Weil irgendwann wird das Ganze nur noch repetitiv. Also sprich wiederholend. Und das macht dann zumindest für eine Aufnahme nicht mehr so viel Spaß. Deswegen an der Stelle erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zu einer weiteren Folge von Fallout 4 zusammen mit mir, euren Firefox. Ciao.